Naja, zunächst wäre das total schön, wenn ich morgen Bundeskanzlerin wäre. Ja, ja? Vielleicht. Bin mir noch nicht sicher. Also, was würden Sie machen? Eine Vermögenssteuer. Eine Vermögenssteuer? Eine Vermögenssteuer. Wo beginnt die und wie viel Prozent? Bei 1 Million Euro mit 5%. Und wir diskutieren auch die Vermögensabgabe, also einmalig eine Abgabe, wie ähnlich wie der Lastenausgleich in den 50er Jahren, der auch nachträglich abzuzahlen ist. Okay, Moment, einmal ganz kurz der Reihe nach. Ich muss das einmal verstehen, weil es interessant ist. Also Sie werden, angenommen, Sie sind jetzt in der perfekten Welt, sind Sie Finanzministerin. Ja. Wo ist der Spitzensteuersatz? Wie hoch ist der? Der ist im Moment bei 42%. Ja, plus 3. Ne? Ja, genau. Genau. Und Sie würden ihn da lassen, oder? Na, ich würde den schon ein bisschen hochsetzen. Wie auf? Na, 50% könnte man schon machen. Also ich bin jetzt nicht für 100% Steuer, wie wir es auch schon mal gefordert haben in unserer Partei. Weil es, aber 50% dann plus Soli, oder was kommt dann nach oben drauf? Dass es ein komplexes Steuersystem ist, was wir umbauen müssen, ist so. Ja. Und dass wir über die Einnahmesituation des Staates reden müssen, ist auch so. Nee, ist schon klar. Aber Sie haben jetzt hier einmal die Chance, das mal zu erklären. Ich würde Ihnen gerne die Chance geben. Also, das heißt, 50% wäre der Spitzensteuersatz. Wenn ich es jetzt sofort auch mit SPD und Grünen verhandeln könnte, ja. Ich denke, das wäre ein Stück. Ab welchem Einkommen greift der Spitzensteuersatz? Die Leute würden gerne mal verstehen, was Sie vorhaben, wenn Sie möglicherweise irgendwann an die Regierung kommen. Also ab 80.000 Euro den Spitzensteuersatz. Ab 80.000 Jahreseinkommen beginnt für Sie der Spitzensteuersatz von ungefähr 50%. Aber da kommt obendrauf diese Vermögensteuer, von der Sie gerade gesprochen haben, wenn jemand 1 Million hat. Wie rechnet man dieses Vermögen aus? Ist das das Häuschen, das jemand irgendwie am Stadtrand hat? Ist das das Bild, das man an der Wand hängen hat? Sind das Aktien? Ist das sozusagen das Sparbuch irgendwie bei der Sparkasse? Auto? Was ist es? Am Ende ist es all das, was man an Vermögen anrechnen kann. Das können Immobilien sein, das können Aktien sein, das können Sparvermögen sein, das kann das Einkommen sein. Das heißt, jemand, der, sagen wir mal, im Großraum München ein Haus hat, das er damals mit harter Arbeit sich mühsam verdient hat und vielleicht für 250.000 Mark gekauft hat, das heute vielleicht 1,2 Millionen Euro wert ist, würde ich jetzt mal tippen, sowas um den Dreh rum, der zahlt Vermögensteuer. Ich würde denken, dass es erstmal einen Bestandsschutz geben muss. Sie haben eben gesagt, Vermögen ist alles. Ich weiß, was ich gesagt habe. Kann alles sein, habe ich gesagt. Das ist ja auch immer eine Verhandlungsgeschichte. Ich möchte, dass es auch tatsächlich die einmalige Vermögensabgabe gibt. Was ist das? Erklären Sie das einmal. Ich hab das so verstanden, Sie sagen, ab 2 Millionen 10%. Das, was man früher Lastenausgleich nannte. Ja. Ab 2 Millionen 10%. Das heißt, jemand, der ein Vermögen von 2 Millionen hat, zahlt einmalig 200.000 Euro. Genau. Und das steigert sich dann? Erklären Sie einmal, in welchen Schritten? Es steigert sich dann prozentual über die, also mindestens ja, bleibt bei den 2%. Ja. Und je nachdem... Bleibt bei den 10%. 10%. Ja, genau, meine ich, Entschuldigung. 2 Millionen, 10%. 10%. Und, ja. Nicht, dass ich Ihr Programm besser kenne als Sie, das wäre nein, fatal. Nein, überhaupt nicht. Nein, aber es geht eben darum, dass wir jetzt die Lasten, die wir zu tragen haben als Gesellschaft, eben auch nicht nur diejenigen auflassen, die es jetzt schon zahlen. Nee, ist schon klar. Aber nochmal zu dem Punkt, bitte nicht ausweichen. Also 2 Millionen, 10%. Genau. Wie steigert sich das? Irgendwann steigt das auf 30%. Bei welchen Vermögen ist das der Fall? Einmalige Zahlung von 30%, 30%ige Vermögensabgabe. Ab wann? Ich glaube, ich habe im Kopf 10 Millionen. 10 Millionen? Hm. Das heißt, jemand, der 10 Millionen hat, der drückt einmalig 3 Millionen ab. Ja. Zusätzlich zu den Steuern, die er eh schon zahlt. Ich finde das angemessen. Also Sie können das angemessen finden, selbstverständlich. Es ist Ihr gutes Recht, ist Ihr Vorschlag, aber... Das ist natürlich happig, ne? Was passiert, wenn jemand diese 10 Millionen zum Teil in einer Immobilie hat? Muss er die dann verkaufen? Woher hast du plötzlich 3 Millionen? Das muss man sich ja im Einzelnen anschauen. Es gibt ja die Studie, die unsere Stiftung auch mit Fabio De Masi gemacht hat, unserem Ökonom, der die Vermögenssteuer auch groß gemacht hat. Deswegen heißt es ja, dass es auch über die Jahre abzahlbar ist. Und ob es Immobilie an sich trifft, das ist noch mal anzuschauen. Die Bundeswehr im Einsatz im Mittelmeer. Gibt es einen Einsatz, der soll sich darum kümmern, dass Schleuser aufgedeckt werden und kriminelle Fluchtwege geschlossen werden. Diesen Einsatz bräuchte man nicht,
wenn man legale Fluchtwege nach Deutschland schaffen würde. Was würden Sie sagen? Wie viele Menschen dürfen jedes Jahr zu uns kommen? Würden Sie die Grenzen einfach aufmachen? Also ich glaube, dass gar nicht so viele kommen, wie es tatsächlich angenommen wird. Weil jeder sein Zuhause hat, jeder seine Geborgenheit hat und da nicht weggeht, wenn es nicht dringend notwendig ist. Na gut, aber es gibt ja Leute mit guten Gründen, von zu Hause wegzugehen. Ja, na klar, deswegen sage ich das. Und das sind so viele, dass das sehr schnell sehr viele wären. Ja, wir haben als Linke ja mal ein linkes Einwanderungskonzept für uns auf den Weg gebracht, also auch gesetzlich formuliert. Was bedeutet zum Beispiel, schon in den Herkunftsländern Asylanträge stellen zu können? Das würde bedeuten, dass sie diejenigen, die flüchten wollen, zum Beispiel in einen Flieger steigen können. Das können sie nämlich jetzt nicht. Aus meiner Sicht muss man das erstmal gar nicht begrenzen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Deutschland nicht überrannt wird.